So Leute, und willkommen zurück zu Pokémon. Ja, Pokémon heißt das gute Game. Pokémon, lalalalalala. Wunderbar, so mögen wir das. So Leute, und willkommen zurück zu Pokémon Severin of the Skies. Warum ich so lache? Ich habe gerade versucht, dreimal die Anmoderation zu machen und ich kam an mit Willkommen Leute zu Pokémon. Und ich habe mich gefragt, wie komme ich auf Pokémon? Was ist eigentlich Pokémon? Ist das Pokémon auf dem Klo oder wie geht das ab? Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich herausgefunden, wie es weitergeht. Ich muss mit diesem Magger sprechen, Tobias. Ja, mit diesem Tobi hier. Hallo Trainer, hast du vielleicht meinen Koffer gesehen? Ich hatte es zuletzt in der Wüste gehabt. Ich hatte es, ja, mit es wohl, das, was im Koffer war wahrscheinlich. Auf jeden Fall müssen wir mit ihm labern und der gibt uns jetzt hier irgendwie den geheimen Schlusswort dafür, dass wir weitermachen können. Genau. So sieht's aus. So, Sirius, dein Name, ich verstehe. Oh, wie auch immer, die Ruine findest du in der Tangoria-Wüste. Sie sollte leicht zu sichten sein. Ja, ist klar. Sie ist oft nicht sofort zu sehen, da sie ein Mysterium ist. Jedoch konnte es heute für dich gut laufen. Also könnte es für dich gut laufen. Okay, viel Glück. Dankeschön. Ja, das Ding ist nämlich, ich bin nämlich schon hingelaufen, weil ich ja keine Ahnung habe, wie es weitergeht. Habe ich gesehen, oh, da ist irgend so eine Ruine. Schnell hingelatscht. Und da war sie nicht. Die Ruine war einfach nicht da. Let's Troll Zero. So habe ich mir das ungefähr gedacht. Ja, ist doch wunderbar. Und ja, was habe ich mir gedacht? Hey. Oh, diese Liebesbällchen. Oh, bei Steven. Steven. Sweet, ey. Sweet man. Ich mag das sehr. Auf jeden Fall habe ich gedacht, ich wurde irgendwie verarscht und sowas. Und habe ich erst gemerkt, dass man erst mit diesem Typen sprechen muss. Und keiner hat mir es in die Kommentare geschrieben. Oder ich habe es gerade nicht gesehen. Ich habe gerade nochmal extra nachgeguckt. Deswegen, aber es hat mir in den Kommentaren ziemlich nachgelassen. Das finde ich echt ein bisschen traurig. Es sind zwar immer schöne Kommentare da, aber es sind weniger geworden wie damals. Vielleicht mag mich keiner mehr. Nee, aber es ist kein Ding. Also, falls mal so 70 nur da sind. Was heißt nur? Das ist schon ziemlich viel, ne? Aber Ich will mehr! Ich verlange mehr von euch! Jeder von euch schreibt ja 20 Kommentare, dann würden wir die 100 Kommentare voll kriegen! Nein, Spaß, sowas will ich gar nicht! Da muss ich ja noch mehr lesen! Nee, so viel Zeit habe ich gar nicht. Feuerschlag. Nee, ich bin da schon recht zufrieden, aber ich denke mal, dass mit dem neuen Projekt, was bald kommen wird hier nach, dass das ordentlich ausrasten wird danach. Wie soll ich das sagen? Ich sag mal, die neue Pokémon-Edition, entweder Feuergrün oder die sogenannte. Was hast du eigentlich gewonnen im Voting? Ich habe jetzt so ein Voting in den Kommentaren gemacht und da haben sie irgendwie trotzdem nicht alle hingekriegt, da irgendeine Bewertung abzugeben. Ich glaube, am Ende waren nur irgendwie 5 Bewertungen und sowas drauf. Und ich kann ja schlecht was nehmen, wo nur 5 Bewertungen drauf waren. Und ja, keine Ahnung. Ich werde mir da noch was einfallen lassen, je nachdem, worauf ich Lust habe. Aber ich glaube, ich weiß schon, was ich ungefähr mache. Deswegen, das war auch das Höchste, glaube ich, was da abgestimmt wurde. Ich glaube, das war die Randomizer. Bin mir nicht sicher. Ich gucke gleich nochmal nach. Deswegen. Und da ist die Ruine, dieser Haufen Butter. Ja, das ist ein Haufen Butter im Sand. Wunderbar. Und ja, für die Leute, die sich gewundert haben. Hey Zero, warum kam kein Part? Die letzten Tage. Ich war nicht beim Chinamann. Nein, ich war nicht beim Chinamann. Ich war ganz woanders. Ich war verhindert. Nein, Spaß. Ich hatte schlechte Laune. Und ja. Ne? Depressiv. Dies, das. Also, wenn ich aufgenommen hätte, dann wäre das ungefähr so entweder gekommen. Willkommen zu Pokémon! Naja, so schlimm jetzt auch nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall wäre ich da nicht so gut gelaunt, wie ich jetzt zum Beispiel gelaunt bin. Warum ich gut gelaunt? Hey, es ist Mittwoch. Zero Montag. Es ist schon wieder Montag! Warum kann nicht Sonntag sein? Ja, so ungefähr. Deswegen habe ich geweint. Wegen dem Sonntag. Ich habe ihn so vermisst. Das schöne Wochenende. Und nun weiß ich, es ist bald wieder Wochenende. Genau, so sieht's aus. Ja, was soll ich großartig sagen? Ich weiß es nicht, ob ich die Pokémon hier mitmachen soll oder nicht. Aber wir klatschen einfach mal alles kaputt, was uns hier in die Ja, ihr fragt euch jetzt bestimmt noch eine andere Sache, die ich vielleicht erhöht habe. Vielleicht könnt ihr es ja sehen. Hören könnt ihr schlecht, weil ich einen anderen Sound wahrscheinlich wieder drin habe. Wieder wahrscheinlich irgendwelche Remixe. Weil ich mag dieses Scratch denn nicht. Wahrscheinlich, obwohl hier könnte ich jetzt eigentlich normale. Ja, hier habe ich wahrscheinlich die normale Theme wieder drin. Also das normale Form. Aber nein, Edward! Edward, der blutsaugende Vampir, hat einfach Steven ausgelutscht. Ja, das klingt ekliger als es ist.
Ah, ihr wisst, was ich meine. Ich möchte gerne flüchten. Dankeschön. Ja, und viele haben es auch bedauert, dass Arcani nicht da ist. Und erstmal dafür, was ich sagen wollte, ich habe Speed drauf gemacht. Und zwar ungefähr, ich glaube, 25% mehr. Deswegen, damit das einfach ein bisschen schneller alles fungiert, weil wir sind schon sehr weit hinten mit der Zeit. Also da, wo man normalerweise, wo ich jetzt normalerweise sein sollte, sollte man normalerweise beim Let's Play bei Part 20 sein. Ich glaube, wir haben jetzt schon 35 Parts. Kommt das hin? Ich glaube, das ist Part 35 hier. Ich bin mir nicht sicher. Was hier denn? Hier geht's weiter. Angoria-Ruine oder sowas. Keine Ahnung. Irgendeine große Ruine und das hier sieht aus wie, keine Ahnung, ein riesiges Dixie-Klo. Und hier sind die Abwasserkanäle vom Dixie-Klo. Was ist das hier? Mysteriös, ein grauer Bogen. Ich gehe einfach mal hier rein. Was ist hier? Angoria-Ruine. Und ich habe einen Paraheiler gefunden. Was steht denn hier auf dem Schild drauf? Hallo? Stahlebene! Schiebe die Steine auf ihre Auflöser. Jeder Stein hat einen bestimmten Auslöser. Ein Drache! Hey, das ist ein Pikachu! In seiner Mega-Form. In seiner Mega-Entwicklung. Apropos Mega... Ich hab's verbockt, ne? Dusselmodes! Apropos Mega-Entwicklung. Ich hab gedacht, bei Pokémon X und Y kommt noch ein bisschen mehr dazu, aber... Irgendwelche DLCs oder sowas. So zum Beispiel so ein Hey... Ein Zumpex könnt ihr euch downloaden mit Megastein, aber da kommt ja gar nichts mehr, ey. Genau wie von Zeros Wi-Fi Battles, ey. Die sollten ja eigentlich auch kommen. Da kommt auch von zurzeit gar nichts mehr. Ein Stalunio! Oh! Oh, sweet. No, ich hab's verbockt. Oh, ich bin ein so dummer Typ. Ein so dummer Typ. Ich glaube, ich tue hier jeden einen Gefallen, wenn ich das cutten würde, aber nein, nein, ich habe keine Zeit zum Cutten. Ich habe nur Zeit zum Kleben. Ach, kapiert ihr? Schere, schneiden, Kleber, kleben. Ja, ich weiß, meine Witze waren auch mal besser. Ich glaube, das sollte ich auch irgendwie wieder hinkriegen. Meinen alten Humor finden. Wo ist er bloß? Was ist das jetzt? Was ist das für ein Special Effekt? Da war ein Hollywood-Producer am Werk. Der hat einfach einen Stein weggeschmolzen. Ja, okay, es ist Stahl gewesen. Von daher haben wir jetzt wahrscheinlich Stahlschuhe oder Stahlkappenschuhe. Yeah, wir haben Stahlkappenschuhe jetzt. Und ich habe einen Stalunio gehört. Es hat so quick quick gemacht. Quick quick. Sweet. Ein Flunkiefer hat auch eine Mega-Entwicklung, aber ich habe kein Interesse an der Flunkiefer. Glaub ja nicht, du bist in der Band. So, wir schieben die Steine, Steine, Steine. Steine. Magneton! Ja, und ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum ich gerade kein Pokémon fange. Das Ding ist einfach, ich wollte jetzt eigentlich nur schnell ein Part drehen und... Wie mache ich den am besten? Den kann ich... Ah! Den kann ich nur gerade machen, so. Und dann muss ich mal gucken, ich habe noch keine Liste wiederum mir gemacht, wer benannt, wer denn wird. So muss ich das machen, genau. Zack, zack. Also die Rätsel sind ja zurzeit noch leicht, es geht ja zurzeit noch voll klar. Und hier ist noch eins. Okay, das ist auch leichter als ich... Noch eins? Oh, nö! Oh, war das die falschen Auslöser? Don't tell me that, man. Panzeron! Panzeron ist chillig. Ich mag Panzeron. Ich hasse mein Leben dafür, dass ich so eine Scheiße mache. Wenn ich den aktiviere, ist er dann da unten drin, oder nicht? Das heißt, der muss ja falsch sein. Oh, warum müssen die es so kompliziert machen, ey? Ganz ehrlich, das kotzt mich gerade ein bisschen an. Also, ihr merkt schon, ich finde das nicht so toll. Diese ganze Passage hier. Weil es ist einfach... Keine Ahnung, ist so eine geile Idee, aber es kommt mir so mega gestreckt rüber. Noch ein Panzeron. Vielleicht fange ich auch ein Panzeron im nächsten Part oder sowas. Ich weiß nicht, wie lange wir noch hier noch drin sind, ey. Dead Vision, mal gucken, ne? Wie mache ich das jetzt am besten? Ich muss von oben kommen. Ja. Ja, von oben. Zack. Und zack, 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 zack. Hey, das ist richtig! Burn. Burn, baby, burn. Baby, born. Baby, baby, born. Vor irgendeinem Lied habe ich das irgendwie abgeleitet. Baby, it's okay, baby, it's okay. Oh Mann. Flucht unmöglich. Sternschauer, oh nein!
zeig den Sternenhimmel. Nein, brauchst mir keinen Sternenhimmel zeigen, hör auf. Hör auf, dankeschön. Ja, wir müssen das so schnell wie möglich über die Bühne bringen hier. Hoffe ich mal, dass wir es so schnell wie möglich hinkriegen. Zack, zack, zack. Scheiße, das war falsch, oder? Nee, es könnte richtig gewesen sein. Es könnte, ich weiß es aber nicht. Wie soll ich denn hier vorbei an dem Stein? Ah doch, das geht. Ja, das geht. Oh, ich dachte gerade, hä? Wollen mich verarschen? Das geht doch gar nicht. Aber es geht ja wohl. Das ist ja echt falsch, ne? Ich raste aus. Ich mache einen Rage Crit. Ich mache das ganze Spiel aus. Ganz ehrlich, ich raste aus. I'm raging! Speed! Nicht zu doll, nicht zu doll, nicht zu doll, nicht zu doll. Was macht der Stein da? Oh, nö! Oh. Miese Drecksau, du. Kann ich noch was retten? Ja, ich kann noch. Hä, Moment, wo soll denn der Stein hin? Hä, wo soll ich den denn hin platzieren? Hä? Wo will ich eigentlich hin mit meinem Stein? Ich schieb den durch den halben Palast hier und hab keine Ahnung, wo der hin soll. Ja. Ich glaube, wir gehen am besten mal hier oben einfach mal lang und gucken, was wir... Who in the blue hell? Ne, where in the blue hell habe ich den jetzt aktiviert? Hier unten? Ne, von hier bin ich gekommen. Oh Gott, das ist einfach so verwirrend alles. Scheiße, es war doof, dass ich den aktiviert habe, oder? Oder deaktiviert habe? Wie auch immer. Ne, hier geht's weiter. Hey! Hoja! Ne, keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Hier ist noch ein Stein. Vielleicht muss ich den ja jetzt... Das wäre zu einfach, wenn ich ihn darauf betätigen müsste, oder? Oder... Ne! Burn! Auf jeden Fall komme ich jetzt weiter. Das finde ich schon mal schön. Ich weiß, ich muss viel speeden, aber das würde einfach nur Zeit wegnehmen, wenn ich die ganzen Gänge laufen würde. Hier unten war das, ne? Hä? Wo war das denn jetzt, bitteschön? Oh Gott, ich finde mich hier nicht zurecht, ey. Wie in meiner Rosentasche, wollte ich gerade sagen. Ne, wie in meinem Zimmer, ey. Da finde ich mich auch nicht zurecht. Hä? Wo war das denn jetzt? War das hier unten oder wo war das? Hä? Magas, wollt ihr mich verarschen oder so? Ich habe keine Ahnung. Ein Stolrak! Oh, sweet! Ich mag Stolrak. Stolrak ist sweet. Sweet, Stolrak! Hey, sweet! Ich mag Stolrak. Also, Zero, du machst hier echt wieder einen auf. Sprachkünstler! Nee, aber keine Ahnung. Wo soll ich hin? Habe ich keinen Schutz? Ganz ehrlich, das regt mich gerade ein bisschen auf. Schutz. Ich habe keinen. Klasse. Oh Leute, ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Ich muss ich auch den hier jetzt aktivieren. Ich glaube, ich weiß, wie es weitergeht. Bin mir nicht sicher. Ich muss den hier, glaube ich, einmal ganz rüber tragen. Kann das sein? Bitte, lieber Gott, sag einfach ja. Und danke, Panzeron, du bist nicht Gott. Lass mich bitte in Ruhe. Deswegen, aber ich finde das sonst eigentlich ziemlich geil. Das. Nein! Nein! Es ist früh am Morgen. 11.09 Uhr. Es ist früh am Morgen, 11.09 Uhr. Nee, aber es ist echt für mich früh am Morgen. Normalerweise würde ich in der Zeit noch im Bett liegen, aber nein, ich muss ja Parts aufnehmen. Das ist zurzeit wichtiger. So, den hier war das jetzt, genau. Und jetzt kein zu weit, sondern zack, zack. Und jetzt. Phoenix! Oh Mann. Why? Why, man? Why, man? Wer ist denn der Öpfe-Mann? Ich weiß es nicht. Nee, aber ohne Witz, ey, was sagt ihr zu diesen Rätseln? Also wenn die anderen Rätsel genauso schlimm sind, dann... Muss ich mal gucken, ob ich das weitermache, weil das ist jedes Rätsel wohl ein... Part? Es geht ja auch weiter, klasse. Der ist immer noch nicht. Nee, aber ihr seht ja, ich finde das echt extrem langweilig gerade. Gerade für euch zum Zugucken, über was könnte ich denn reden?
Ich weiß es nicht, über was ich reden könnte. Das ist das Ding. Ich weiß es einfach nicht. Ja, Zero, der ist normalerweise so gesprächig. Er hat jetzt überhaupt keine Ahnung. Nee, aber ich würde eigentlich ganz gerne mal über eine Sache reden, die mich schon sehr lange beschäftigt. Das wäre zum Beispiel mein YouTube-Kanal. Ja, der mir halt gar nicht mehr so doll gefällt. Klingt doof, ist aber so. Ja, und jetzt habe ich auch alle aktiviert, ne? Ja, klasse. Ja, ich bin zu der Zeit nicht zufrieden mit meinem YouTube-Kanal. Ich weiß selber nicht, warum. Und hier komme ich wieder nicht weiter. Moment, mal schauen. Was können wir denn hier machen? Gar nichts. Hier haben wir nur einen Stein. Einstein. Das ist ein Job für Einstein. Nee. Was haben wir hier noch irgendwas? Nee, hier ist gar nichts, ne? Nö. Ja, er gefällt mir halt überhaupt nicht mein YouTube-Kanal. Ich weiß nicht, ob es die Projekte sind. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch an mir selber liegt, dass ich mich vielleicht verändert habe irgendwie. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da irgendwie immer Rede und Antwort stehen könntet. Zu dem Thema gerade, weil es ist mir ziemlich wichtig. Ja, weil ich eigentlich dachte, dass ich alles Zeit richtig mache, mein YouTube-Kanal, aber sieht halt nicht so aus. Und wie komme ich bitte weiter, ey? Ist jetzt alles hier normal oder ist jetzt... Ne, die sind noch aktiviert. Ich gehe mal in andere Wüstenabteile da, Blas. Ist ja grässlich. Und ist hier so ein Eisrätsel oder was? Oh Gott, aber ich glaube, wir haben auch den Part schon gleich voll. Ich weiß nicht, ich mache auch noch ein bisschen länger, weil ich gucken will, was das hier für ein creepy Shit ist, Alter. Zack, 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 schlitter, schlitter, schlitter. Das ist echt krass. So, was haben wir jetzt hier? Angoria, Ruine. Ein Seamobs! Oh, Seamobs ist cool. Ich mag Seamobs. Soll ich Seamobs fangen? Ich weiß es nicht. Ne, ich fange im nächsten Part, Books. Ganz ehrlich, ich habe jetzt irgendwie überhaupt keine Lust dazu. Tut mir leid, das so zu sagen, aber ich habe gerade echt keine Lust, Pokémon zu fangen. Deswegen, weil mein Team auch eigentlich schon gut, so gut wie komplett ist. Und was ist das denn jetzt hier für ein Scheiß? Stärke verschieben jetzt, oder was? Oh, no. Oh, hell no. Nicht dein Ernst. Wie ich sagen, machen wir das so. Scheiße! Ich kann solche Geduldsrätsel nicht. Das muss man doch wissen. Sneebel! Ich liebe Sneebel. Sneebel ist sweet. Dann muss ich das so machen. Das geht auch nicht. Oder hilft mir der Stärkestein dabei? Wie geht er denn hier so? Geht er da rein? Nee, der passt. Der macht gar nichts, oder was? Hä? Einfach mal rüber da. Alter! Wollt ihr mich verarschen? Ach so, ich muss gar nicht alle drücken. Ich muss einfach mit dem Stärkestein vorbei oder was? Ach, easy peasy lem squeezy dann, ey. Puh. Ich merke gerade, das ist doch gar nicht so leicht mit dem scheiß Stärkestein. Okay, dann, das tue ich mir im nächsten Part an. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Zero.